Also es heißt Oregano. Aber sieht gut aus, oder? Ja, und den Rest kann man nachher rauchen. Hoffentlich prallt das Zeug auch gut. 9 Uhr morgens auf dem Mega-Campingplatz. Sascha und Dennis sind gerade aufgestanden. Die Freunde vom Bodensee urlauben schon seit 5 Tagen auf der Marina di Venezia. Warm geworden. Oder noch nicht? Ja, zu Hause putze ich halt wie jeder normale Mensch definitiv im Bad die Zähne. Hier unter freiem Himmel. Ist natürlich schon was anderes. Macht Spaß, ist schön, ganz anderes Gefühl. So ein bisschen Gesichtswasser zum die Poren öffnen. Hat mir meine Schwägerin empfohlen, die ist Kosmetikerin. Was machen die Mädels eigentlich? Ich glaube, die machen sich auch ein bisschen fresh, die sind ein wenig eitler. Die brauchen noch immer länger. Dennis und Sascha sind nicht alleine hier. Auch Dennis' Urlaubsflirt Ulrike und Saschas Freundin Vanessa sind mit dabei. Die beiden teilen sich das Wohnwagen-Badezimmer. Bist du nicht immer im Urlaub? Eigentlich schon, ja. Ja. Mhm. So ein bisschen. Findest du denn, dass es im Urlaub irgendwie schwieriger ist, sich fertig zu machen? Also ist halt ein bisschen enger und müssen wir euch mal in den Spiegel gewöhnen. Ja, das stimmt schon. Und ich finde auch immer, also gerade weil man alles von zu Hause mitnehmen muss, Föhn und alles. Aber das finde ich echt auch cool, dass hier Steckdose eigentlich alles so ja, dran gut. ist, zum sich richten. Aber klar, es ist halt deutlich enger wie zu Hause. Ja, voll. Aber ja, deswegen sage ich ja, ein bisschen schminken ja. ist okay. Ich glaube, das echt. sich ein bisschen schick machen, aber das volle Programm mache ich jetzt hier auch nicht. Sascha, der braucht auch meistens ein bisschen länger, wie ich im Bad. Echt? Und der sich stylt, ja. Wenn der sich stylt, dann braucht er viel. Mit Haaren und allem, oder was? Mit den Haaren, der ist richtig eitel, was seine Haare angeht. Ja, das habe ich schon festgestellt. Die liegen echt? Ja immer mit ihrer ja. Welle vorne so. Die liegen einfach immer. Der geht echt auch regelmäßig zum Friseur. Eben alle 2 Wochen lässt er sich auch mal diesen Bart da schneiden. Mhm. Eben, das ist schon sein Bart da, dass er den immer so schön hinmacht. Das braucht schon Zeit. Deswegen braucht er länger wie ich. Dann ist das Urlaubs-Make-up endlich fertig und die Mädels sind bereit für den Tag. Ja, seid ihr mal fertig? Ihr habt das lange gebraucht. Ey, guck mal, kannst du das mal bitte in den Müll schmeißen? Du bestehst, guck mal, wie das hier aussieht. Ihr könnt mal eure Sachen erstmal wegräumen. Ihr habt euch jetzt eine Stunde gerichtet, seht immer noch aus wie Zombies. Hallo, geht's eigentlich noch? Ja, guck mal, wir räumen schon wieder auf. Ja, und trotzdem sieht sie die ganze Zeit aus was wie Was für ihr vor allem. So wie beim Richten. Ich, ja, ich auch. Wir machen es so, ihr räumt jetzt den Tisch hier ab. Lasst uns in Ruhe. Jetzt geht's aber los. Also wenn wir jetzt eure Handtücher wegräumen. Bestimmt nicht. Und dann verwöhnen wir euch heute Abend mit einem leckeren Menü. 3 Gänge. Wir gehen sogar einkaufen. Ihr könnt am Grill chillen. Wir machen ein 7-Gänge-Menü. 7? Ja, klar. Ein Sixer und eine Bratwurst. Ja, eben. Das habe ich genau. schon erwartet. Okay. Ja, dafür räume ich auf jeden Fall nicht den Tisch ab. Also machen wir 3-Gänge-Menü, aber entscheidet. Ein Angebot mit Seltenheitswert. Denn zu Hause kocht Sascha nie. Und auch Schlosser Dennis steht eher selten am Herd. Wir machen uns fertig und gehen am Pool. Ihr könnt dann in Ruhe einkaufen, ihr könnt dann in Ruhe vorbereiten. Und wir sind dann wirklich sehr gespannt. Vanessa ist seit 3,5 Jahren mit Sascha zusammen und aus Erfahrung skeptisch. Geblieben? Wir gehen dann mal. Würde ich auch sagen. Gebt euch bitte Mühe. Wir sind gespannt. Viel Spaß euch, gell? Genießt es. Die Jungs haben den Mund ganz schön vollgenommen. Hast du dir schon Gedanken gemacht, Digga? Was können wir machen? Was ist typisch italienisch? Pizza und Pasta, sind wir mal ehrlich. Genau, ja. Spaghetti mit Meeresfrüchten, vielleicht Makri, Meeresfrüchte, weißt du es? Ich weiß es echt nicht, keine Ahnung. Aber ich denke schon. Aber Garnelen ist eigentlich jeder. Ja, genau. Was ist mit der Vorspeise? Eine Vorspeise, italienische Vorspeise. Büffelmozzarella. Bisschen was Edles. Balsamico. Als Nachspeise macht man einfach Wodka-Gummibärchen. Das können wir echt machen. Aber noch was Richtiges, also, oder? Also,
Auch die Bodensee-Boys sind in Sachen Romantik unterwegs. Dennis und Sascha haben ihren Mädels ein exklusives Abendessen versprochen. Okay, let's go. So, was brauchen wir denn? Da hinten sehe ich schon mal auf jeden Fall Nudle. Schuckle mit den Nudle. Doch zuerst die wichtigste Zutat für das Romantikdinner: Wein im 5-Liter-Kanister. Den kann man im hiesigen Supermarkt nämlich selbst zapfen. Hier, mein Freund, das ist auf jeden Fall Weiß. Weiß. Das müsste für Vanessa passen. Warte mal. Ja, das ist Weiß. Ja, das passt. Komm, dann zapf ich den schon mal und du suchst dann den roten für dich noch aus, oder? Währenddessen im Wasserpark des Mega-Campingplatzes. Dennis Urlaubsflirt Ulrike und Saschas Freundin Vanessa haben zwei neue Verehrer gefunden. Ja, Mann. Ja. Ja, Mann. Grazie. Obwohl die beiden italienischen Camper altersmäßig gut und gerne die Väter der deutschen Blondinen sein könnten, lassen sie nicht locker. Quanto tempo sei stato qui? Tre giorni. Tre giorni. Tre Wochen. Qua, campeggio tre giorni. Domani via. Casa, Milano, Milano. Ah. My wife is... Casa. Seine Frau ist hier. Hoffentlich empfängt die Ehefrau zu Hause kein deutsches Fernsehen. Vacanza? Vacanza. Urlaub. Four men. Ah, Männerurlaub. Ja. Ihre eigenen Männer sind gerade damit beschäftigt, ein Drei-Gänge-Menü auf die Beine zu stellen. Die Badenixen sollen heute Abend mal so richtig verwöhnt werden. Definitiv haben wir einen Anspruch an den heutigen Abend. Also, wenn wir was machen, dann machen wir es auch richtig. Da, so sieht, keine genau, halben Sachen halt. Genau, so sieht's aus. Auf keine halben Fall. Sachen. So, eine Tomaten-Mozzarella-Pflanze. Die nehmen wir gerade mit. Ah, die riecht gut. Ja. Also, ciao. Ciao. Büffelmozzarella. Dankeschön. Die Vorspeise steht. Als Hauptgericht gibt es Pasta und dazu gehört natürlich auch italienischer Parmigiano. Was sagst du? Weil wir ja keinen Hobel haben. Ja, sonst feilen wir das mit der Nagelschere. Nagelfeile. Können wir runterfeilen. Yeah. Runterhobeln. Vom Stück. Nehmen wir den. Im Campingplatz-Pool sind Ulrike und Vanessa ihre italienischen Verehrer losgeworden und können sich jetzt wieder wichtigeren Dingen widmen, dem Beziehungsstatus zwischen Dennis und Ulrike. Ich kenne den Dennis ja auch nur, wenn er im Urlaub ist und nicht, wenn er zu Hause ist. Da ist das dann ja auch immer noch mal so eine Sache. Ja, ich glaube generell, Männerkommunikation ist einfach ein bisschen schwieriger. Ja, wir können ja offen und ehrlich über alles reden und deswegen habe ich das halt auch irgendwie so als offen und ehrlich wahrgenommen. Auch wenn er immer sagt, ja, du kennst mich ja, dass ich das nicht ernst meine. Aber wenn man so eine Person dann ein Jahr nicht gesehen hat, fast, das ist dann schon irgendwie anders. Schwer, halt. Ja. Ob aus Schlosser Dennis und der 21-Jährigen in diesem Sommer doch mehr als nur ein Urlaubsflirt wird? Vielleicht hilft ja ein romantisches Dinner. Was meinst du, kriegen wir das wohl hin, uns echt so drei Gänge da hinzuzaubern? Ich bin gespannt. Also ich hoffe oder wünsche mir was mit Fisch, glaube ich. Echt? So Scampis oder so wären geil. Echt geil. Weiß ich nicht, also Dennis kann ja schon kochen, so wie ich das mitgekriegt habe. Echt? Ja. Also es heißt Oregano. Ich glaube, sieht gut aus, oder? Ja, und den Rest kann man nachher rauchen. Hoffentlich prallt das Zeug auch gut. Können wir uns das echt noch reinfetzen? Keine Ahnung. Digga, guck mal auf den Zettel, ob wir alles haben. Schau mal drauf. Haben wir kochendes Wasser? In der Gefriertruhe haben wir kochendes Wasser. Ah, okay, perfekt. Ja. Na dann kann heute Abend ja nichts mehr schiefgehen. In nur 3 Stunden soll das 3-Gänge-Menü auf den Tisch stehen.
Bei Sascha und Dennis heißt es jetzt schick machen im Camping-Style. Ich wasche mir jetzt hier schnell die Haare, weil wir alle Hunger haben. Dass es jetzt einfach ein bisschen schnell gehen muss. Die Uhr tickt, denn die beiden haben ihren Mädels ein romantisches Drei-Gänge-Menü versprochen. Doch außer dem Einkauf der Zutaten ist noch nichts erledigt. Worst case wäre definitiv, wenn das anbrennt, denke ich. So, und die Läden schon zu haben, um irgendwas nachzukaufen und es fehlt irgendwas total Dramatisches. Oder wir vergeigen es eben. Es wird jetzt Vorspeise Tomaten-Mozzarella-Salat geben. Dann als Hauptspeise Spaghetti, Gambas, und als Nachspeise Wodka-Gummibärchen. Dekorieren müssen wir zuerst noch. Stimmt, magst du den Tisch gerade noch? Genau, mache ich auch noch. Und dann hole ich das Zeug aus dem Auto. Im Wohnwagen sind auch die Gäste schon mitten in den Vorbereitungen. So, entweder jetzt das Weiße oder das Schwarze. Während die Mädels noch an ihrem Look feilen, sollten Dennis und Sascha eigentlich längst kochen. Aber auch die Schlosser sind noch nicht fertig gestylt. Hier, Bro. Bevor wir anfangen, unser geiles Schürzchen. Dankeschön, mein Schürzchen. Und jetzt fehlt noch ein bisschen flüssige Motivation aus dem Kanister. Guck mal, haben wir nichts getrunken. Nicht so meins, gell? Ich bin noch zu jung dafür. Mir schmeckt Wein noch nicht. Muss älter werden. So, wir machen jetzt trotzdem mal weiter. Immerhin haben die beiden ihren Ladies ein Drei-Gänge-Menü versprochen. Und sie müssen abliefern, denn bei Dennis' Urlaubsflirt Ulrike und Saschas Freundin Vanessa ist die Erwartungshaltung hoch. Also wünschen würde ich mir, dass sie sich wirklich Mühe geben. Also man sieht es ja schon, was sie anhaben und alles. Keine Ahnung, was müssen sie auch kochen? Topf haben wir auch schon gehört. So ein absolutes No-Go wäre, wenn sie uns echt so eine Fertigpizza oder sowas hinlegen würden. Zu Hause lässt Sascha sich meist von Vanessa bekochen. Weil die 28-Jährige aber in den letzten Tagen zusammen mit Ulrike den Camperhaushalt geschmissen hat, greifen die beiden Jungs als Dankeschön nicht nur zum Kochlöffel, sondern auch tief in die Romantikkiste. Bring mal ein bisschen Salz mit, bitte. Ich meine, jetzt hier gerade, wir haben extra so Schälchen geholt und machen jetzt hier die Italienflagge. Perfekt. Grün, weiß, rot. Genau. Das war Italien. Ja, nicht Irland oder sonst irgendwas. Doch das ist nur der Nachtisch. Was ist denn mit Vorspeise und Hauptgang, Jungs? Wie aufgeregt bist du? Ja, eigentlich kaum aufgeregt. Also überhaupt nicht. Nur ich habe halt langsam Hunger. Geht ja um nichts außer um zickige Weiber. Genau. Für Sascha und Dennis geht es ums Ganze. Der Tisch ist gedeckt und ihre Damen warten schon ungeduldig auf das versprochene Drei-Gänge-Menü. Und Sascha legt noch eins drauf in Sachen Romantik. Weißt du was, Digga? Wir lassen noch ein bisschen italienische Musik laufen. Du kommst echt auf die verrücktesten Ideen, Digga. Oh, Amore. Vanessa, du siehst gut aus. Wow. Das ist richtig gut aus. Komm, kriegst auch meine Frau. Dankeschön. Möchtest du noch die Tür schließen? Dankeschön. Dankeschön. Alles nur für euch. Wow. Krass, gell? Was habt ihr denn vor? Dankeschön. Die Scheiße. Lass mich erstmal die hintere Pille. Weißwein möchtest du, oder? Weißwein? Du auch? Milady? Zitterst du? Brauchst selber wieder ein bisschen Wein, oder? Ja, ohne Witz. Mensch, Giuseppe. Reicht es dir erstmal, oder? Alter. Krass. Wir haben vorhin einen Italiener überfallen. Probieren Sie doch erstmal, ob es schmeckt. Ja, sehr gut. Sind Sie zufrieden, ja? Ja, danke schön. Oh. Also wir haben 5 Liter Kanister. Jeweils 5 Liter Rotwein und 5 Liter Weißwein. Also ihr dürft es euch richtig gut gehen lassen. Wir würden jetzt mit dem Kochen beginnen, wenn es recht ist, falls etwas sein sollte. Luigi und Giuseppe. Giuseppe.
Jetzt wird's ernst für die Hobbyköche. Deko, check, jetzt Vorspeise. Die Romantikoffensive der Bodensee-Boys macht mächtig Eindruck. Ich hätte wirklich nicht damit gerechnet, dass das so. Ich dachte, die stellen halt so ein paar Teller. Kochen ein bisschen was, aber dass die sich so viel geben. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass das jemals jemand für mich getan hat. So viel tut Dennis aber auch gar nicht. Sascha ist schon der Chefkoch hier. Ich bringe ihm die ganzen Sachen. Wenn er irgendwie Unterstützung braucht oder beim Müll wegräumen, unterstütze ich ihn. Ja, dafür ein Camping zu machen, das ist, glaube ich, schon echt ganz cool. Denn der Campingofen kann längst nicht so viel wie der zu Hause. Der hat eben auch nicht überall die gleiche Power. Das ist so ein bisschen das Problem bei dem Grill. Ich schieb das hier mal rein. Und du schaust bitte, dass es nicht schwarz wird. Es kann schon schnell gehen, dass es schwarz wird. Schnell wäre gut. Immerhin sind die Jungs mit ihrem Menü ziemlich spät dran. Da guckt denn wieder keiner da. Danke, Dennis. Hey, schau mal. Guck mal, ich bin hier gerade beschäftigt. Ich habe aber gesagt, du sollst die Brötchen im Blick halten. Die Frauen warten lassen, oder was? Ja, lass sie warten. Es tut mir leid, mein Chef. Jetzt hat das Warten endlich ein Ende. Die Vorspeise naht. Hoffentlich schmeckt's. Wow. Tomatenmozzarella, Salat die Deis. Wow. Hallo. Wow. Sieht mega aus, oder? Also ich finde auch, ja, der erste Gang ist auf jeden Fall gelungen. Wir fangen jetzt mit dem Hauptgang an und ja, da sollte soweit hoffentlich nichts schief gehen. Zwiebeln, Knoblauch, alles vorbereiten, alles in die Pfanne hauen. Mit Öl, mit ordentlich Öl, die Garnelen anbraten. Nebenher dann die Spaghetti noch schnell kochen. Nachspeise ist auch schon soweit ready. Unser Hunger ist auf jeden Fall. Man merkt es auch, das wird alles hektisch. Wir wollen jetzt einfach essen. Ja, es wird wirklich Zeit für den Hauptgang. Uhr auf dem größten Campingplatz Europas. Dennis und Sascha kochen heute ein 3-Gänge-Menü für ihre Mädels. Das kann allerdings dauern, wenn man zwischendurch zu viel Wein verkostet. Sascha, sind die Nudeln fertig? Oder was machst du? Digga, wohin gehst du? Soll ich probieren? Probieren. Und was sagst du? Ja, noch kurz vielleicht. Minimal. Nee, ich glaube, die sind fertig. Warum hast du mich nach meiner Meinung gefragt, wenn du mir nicht glaubst? Willst du mal die Nudel von meiner Windschutzscheibe wegmachen? Ich muss hier weiter kochen. Ist dein Auto doch schon gewohnt? Ein bisschen Bier, ein bisschen Nudeln. Die gehören doch eigentlich längst auf den Tisch. Ja. Sascha, wie lange noch? Jetzt ist mir aber auch warm, ne? Ich bin jetzt aber schon auch nass geschwitzt. Komm, Giuseppe. Ja, aber. Wow. Wow. Lass uns mal ein bisschen hier auf Seite stellen. Ach, ich dachte, du willst der Rieke. Ich will dir erstmal. Erstmal serviere ich dir und du servierst mir, weißt du? Vielen, vielen Dank euch. Ihr seid der Hammer. Wahnsinn, was ihr auf die Beine gestellt habt. Vanessa und Ulrike sind beeindruckt. Zumindest von Ambiente und Optik. Riechen tut's wohl auch gut. Was bestellt? Guten Abend. Extra Wunsch? Nee, die Männer kleine Wiedergutmachung. Die Männer haben für uns gekocht. Ajö, so herzig. Die Nachbarn hätten wohl auch gerne eine Portion, aber dieser Abend gehört nur Vanessa und Ulrike. Also ich glaube, das ist schon eine angemessene Entschädigung. Aber also die haben sich beide ja super viel Mühe gegeben. Also mega, aber mit der Tischdeko, des Essens ist der absolute Hammer. Wartet lieber mal ab, Mädels, noch habt ihr das Dessert nicht probiert. Ob die Wodka-Gummibärchen genauso gut ankommen? Was genau ist das jetzt? Ein italienisches Dessert. Dann nimm doch mal einen Löffel. Probier's mal. Jetzt läuft glücklicherweise Wodka und jetzt mal so Gummibärchen hier. Ist das so schlimm? Koste doch mal. Wie nicht gut? Guck mal eure Gesichter an jetzt. Wir sind voll traurig. Jetzt. Ja, komm, wie ihr enttäuscht uns jetzt gerade. Ja, wir haben den halben Tag damit verbracht, mit Einkaufen, alles richten und zubereiten.
euch servieren? Wir waren haben wir euch extra Butler. Versucht abzufüllen und immer noch nicht gut. Wie kann man es euch denn recht machen? Sollen wir noch ein Eis essen gehen? Sollen wir noch eine Runde am Meer spazieren gehen? Ich find's noch ganz nett, wenn ihr dann den Abwasch macht. Ja, das wäre jetzt noch der super Abschluss. Also dann werdet ihr Heiratsmaterial, glaube ich. Aber ja. Wer will denn schon heiraten? Um 11.33 Uhr ist Sascha unterwegs zur großen Showbühne des Campingplatzes. Der 30-Jährige hat einen wichtigen Termin mit Animationschef Roberto. Ich bin schon wieder ein paar Minuten zu spät. Man merkt, ich bin schon zu lange in Italien. Und der will mir ein bisschen Feedback geben über meinen Auftritt. Der Schlosser tritt ab und zu als Partysänger auf. Erst gestern stand er hier auf dem Mega-Campingplatz mit einem selbst komponierten Song auf der Bühne. Yes, sir. Saschas große Chance. Wenn der Entertainment-Chef den Auftritt für gut befindet, könnte der 31-Jährige hier bald regelmäßig die Massen anheizen. Okay. So, the show was great. So karaoke, your song, of course, it's greatest hit. For me, it's the greatest hit. I think that you want to work here. You can do it. You can do it because, yeah, you are the soul of an entertainer. For example, for the next year, we wait for you here if you want to do your own show. So we can do everything. So perfekt, grazie. We wait for you here. Okay. Oh, das hört sich sehr schön an. Vielen, vielen Dank. Auf jeden Fall. Also ich komme auch gerne wieder her. Ihr habt es so schön hier und nice to be here. It's so beautiful and the chance, I will take the chance to make your own show also. So, perfect. Perfect. We wait for you. Grazie, grazie. Für den hauptberuflichen Schlosser geht ein Traum in Erfüllung. Er darf regelmäßig hier auftreten. Ich freue mich über dieses Angebot sehr, dass wenn ich hier zu Besuch bin und so, dass ich mich jederzeit hier melden kann und jederzeit meine eigene Show machen darf oder einen Auftritt absolvieren oder so. Also das ist ein sehr großer Vertrauensvorschuss auch. Und ich habe sie in dem Fall mit meiner Show auch schon sehr begeistern können. Und dass sie dann sagen, dass ich jederzeit kommen darf zum Aushelfen oder zu meine eigene Show machen oder zusammen irgendwie arbeiten, natürlich mega cool. Vielleicht komponiert Sascha für die nächsten Auftritte ein paar neue Partyhits.